Schön, dass ihr heute da seid und nicht anderswo, singt die Klasse 2a der Ernst-Moritz-Arndt-Grundschule in Espelkamp. Das Begrüßungslied im Religionsunterricht drückt die Einstellung der Schule aus. Alle Kinder sind hier willkommen. Viele Schüler sind Kinder russischer Spätaussiedler, die im Einzugsbereich der Schule leben. Auf die streng religiösen Wertemaßstäbe der Eltern hat sich die Schule eingestellt. Das Inklusionsverständnis, das die Schule den Kindern hier vermittelt, steht gut sichtbar hoch über dem Schulhof angeschrieben. In jedermann ist etwas Kostbares, das in keinem anderen ist. Keiner ist wie der andere. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Und dass die Kinder eben auch lernen, genau dieses anzuerkennen. Also dass klar ist, ja, ich kann das eine gut, jemand anders kann das andere besser. Und das ist im Grunde unser Fokus, dass wir versuchen, mit den Kindern daran zu arbeiten. Dass sie sich gegenseitig in ihren Unterschieden und in ihrer Vielfalt wahrnehmen, aber sich ausgleichen. Wir fangen mit der Partnerarbeit jetzt an. Du suchst dir einen Partner. Die Kinder mit Förderbedarf sind auf die zwei Klassen jedes Jahrgangs verteilt. Das Lehrerteam aus Klassenlehrerin und Sonderpädagoge betreut die Schüler gemeinsam. In vielen offenen Unterrichtsphasen arbeiten die Schüler mit Lernplänen auf verschiedenen Niveaustufen an einem gemeinsamen Thema. Die Lehrer verstehen sich als Unterstützer im Lernprozess der Kinder und leiten sie an, selbstständig zu arbeiten, sich gegenseitig zu helfen und ihre Ergebnisse zu kontrollieren. Manchmal ist man Berater, manchmal ist man jemand, der etwas erklärt, manchmal unterstützt man einzelne Kinder bei etwas, manchmal ist man Moderator in einem Gespräch und man hat nicht nur eine Rolle als Lehrer. Als Lehrerin bin ich die Lernbegleiterin von den Kindern, die versucht immer, ihre Kinder wahrzunehmen und zu gucken, an welchem Stand ist das Kind gerade, was kann das Kind als nächstes lernen. Und ich bin diejenige, die in Zusammenarbeit mit meinem Kollegen, mit meinem Sonderpädagogen-Kollegen dafür verantwortlich ist, den Kindern das Material an die Hand zu geben, dass sie ihre Erfolge haben können. Einen Erfolg haben alle Schüler der Ernst-Moritz-Arndt-Schule gemeinsam. Im Schulschwimmbad lernen die Kinder schwimmen. Fast jeder schafft bis zum Ende des vierten Schuljahres das Seepferdchen. Die Hälfte des Sportunterrichtes findet im Schwimmbad statt. Viele Kinder mit Förderbedarf haben wenig Wassererfahrung, bevor sie zu uns an die Schule kommen und lernen hier durch lange Wassergewöhnungsphasen dann wirklich das Element kennen, die Gefahren und auch die ganz vielen Möglichkeiten, die es bietet. Und das macht Spaß zu sehen über vier Jahre, wenn man da ein Kind begleiten kann. Verschlafen schaut Bär Beppo aus seiner Bärenhöhle. Buchstaben lernen in Klasse 1b. Eine Stufe höher im Treppenhaus für jedes B, das die Schüler in der Geschichte heraushören. Jetzt brauche ich noch eine Bärennase voll Blumenduft. Jetzt könnt ihr mal einmal den Kindergartenkindern helfen. Nach unten also. Das Besondere heute, auch 5 Kindergartenkinder sind dabei. Mehrmals kommen sie schon im Jahr vor der Einschulung mit ihren Erziehern in die Schule und lernen spielerisch das Lernen mit allen Sinnen. Das B nicht nur hören und schreiben, sondern an aufgebauten Stationen auch kneten oder riechen. Oder das B auf dem Schulhof erlaufen, oft angeleitet von den Erstklässlern als Buchstabenexperten. Das Thema Schule wird quasi schon in den Kindergarten vorverlegt. Wir hatten vorher so eine Bruchstelle, der Kindergarten wird verlassen, die Kinder werden eingeschult und jetzt haben wir diesen fließenden Übergang, der sowohl den Kindern als auch den Eltern mehr Sicherheit gibt. Oben anfangen, runter und in der Kurve. Super. Erstklässler mit und ohne Förderbedarf. Die Vielfalt der Menschen an der Ernst-Moritz-Arndt-Grundschule wird als Chance genutzt, soziale Kompetenzen zu entwickeln und ein starkes Gemeinschaftsgefühl zu erreichen. Kinder, die einen hohen Förderbedarf haben, haben oft ganz viel Potenzial in anderen Bereichen. Und somit können die anderen Kinder lernen, miteinander auszukommen, vielleicht mal anders miteinander umzugehen. Das lernen einfach die Kinder voneinander. Und es ist ganz egal, welches Kind davon welchem lernt, sie lernen voneinander. Die Integrationshelfer von Schülern mit besonderem Förderbedarf sind in die Teamstrukturen der Klasse eingebunden und sehen sich als Ansprechpartner für alle Kinder. Wenn ich sehe, dass ein Kind zum Beispiel gerade gar nicht meine Hilfe benötigt, also das Kind mit den Stunden, gehe ich auf jeden Fall immer zu den anderen hin. Oder wie gesagt, ich bringe mich dort ein, wo ich gerade gebraucht werde. 37,
bis 7:45 Uhr, Frühaufsicht Taxi. Integrationshelferbesprechung mit der Konrektorin. Die 8 Integrationskräfte an der Schule kommen alle von einem Träger, der Lebenshilfe, und sind in einem Pool organisiert. Sie sind mit den pädagogischen Konzepten vertraut, vertreten sich gegenseitig und fühlen sich als Mitarbeiter der Schule. Also wir sprechen wirklich vom Klassenlehrerteam und da gehört die E-Kraft hier an der Schule wie selbstverständlich dazu. Das ist auch, wir setzen uns ganz oft zusammen, besprechen den nächsten Tag Unterrichtsinhalte und solche Sachen. Also das, man fühlt sich hier wirklich gleichwertig. Wir haben also die Erfahrung in der Vergangenheit gemacht, dass wenn die Integrationshelfer immer nur mal dazukommen, auch nur mal ein halbes Jahr und dann wird wieder gewechselt, dass das wenig positiv ist für unsere Kinder und für unsere gesamte Schulgemeinde. Und wir möchten uns hier eben auch als Einheit empfinden. Wir möchten alle zusammenarbeiten, zusammen lernen, zusammen leben. Und da macht es natürlich auch Sinn, dass alle Mitarbeiter integriert sind. Und so sind wir auf die Idee gekommen, hier einen Integrationshelfer-Pool zu machen. Heute sollte über Haustiere noch mal ganz genau nachdenken. In den letzten Jahren hat die Grundschule bei den Lernstandserhebungen im fairen Vergleich, zum Beispiel beim Lesen, deutlich besser abgeschnitten als die Vergleichsgruppe. Nicht das Blatt, wenn die Katze krank ist. Muss man zum Tierarzt mitgehen. Und das Letzte? Mit ihren Spielern. Entscheidend für den Erfolg des Konzepts der Ernst-Moritz-Arndt-Grundschule als Schule auf dem Weg zur Inklusion ist die Unterstützung der Eltern, eine gute Personalausstattung und, sagt die Schulleiterin, die Haltung. Zuallererst ist immer die Haltung zum Kind. Bin ich da offen oder sage ich, nein, ich will das nicht, das geht gar nicht. Also man muss schon diesen inklusiven Gedanken immer wieder voranbringen und sagen, wie wichtig und wie gewinnbringend das auch ist. Das ist ja das Entscheidende. Zur individuellen Förderung an der Schule gehört der Psychomotorikraum, wo Kinder eine Auszeit vom Klassenalltag nehmen können, um zu entspannen und Konzentration neu aufzubauen. Die Schule bietet auch klassenübergreifend lebenspraktische Förderungen an, zum Beispiel die Koch-AG einmal pro Woche in der 6. Stunde. Heute gibt es Obstsalat. Uns geht es vornehmlich darum, etwas herzustellen, etwas zu tun. Wir schneiden, wir raspeln, wir rühren. Das ist also der Schwerpunkt. Du kannst jetzt noch die Bienen schneiden. Schüler lernen von Schülern. Ist das Bienen? Ja. Die schneidest du wie Äpfel. Die Lernziele beim gemeinsamen Kochen sind vielfältig. Gesunde Ernährung ist ein Thema, die Feinmotorik zu trainieren oder auch nur die Teller richtig abzuzählen. Sie lernen, wie man miteinander umgeht, wie man sich abspricht, wie man ein Rezept umsetzt in etwas zum Genießen. Sie lernen ein bisschen Höflichkeit miteinander, zu essen, Tischmanieren, alles, was so dazu gehört. Hände waschen vor dem Kochen, vor dem Essen, sich einen guten Appetit wünschen. Guten Appetit. Je länger ich hier bin an dieser Schule, desto weniger Bedeutung hat das für mich. Ob jetzt nun ein Kind Förderbedarf in dem Bereich hat oder in dem Bereich, oder ob es keinen Förderbedarf hat. Jedes Kind ist ein Kind und wird so genommen, wie es ist.